In dem heutigen Video thematisieren wir Reys Eltern. Wer Star Wars Die letzten Jedi noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt sofort abschalten und das Video erst schauen, nachdem er den Film gesehen hat. Eines der größten Mysterien in der Sequel-Trilogie sind mit Sicherheit Reys Eltern. Es gibt unzählige Fan-Theorien um Reys Eltern. Ist Rey eine Kenobi? Ist Phasma Reys Mutter? Ist Luke Reys Vater? Ist Leia Reys Mutter? Und viele, viele Theorien mehr. In Episode 8 bekamen wir dann die enttäuschende Erkenntnis über Reys Eltern. Lau Kylo Ren sind Reys Eltern zwei armselige Schrottsammler, die auf Jakku ermordet wurden. Die unzähligen Theorien über die Vorfahren von Rey wurden damit zunichte gemacht. Jetzt stellt sich aber eine Frage: Warum ist Rey machtsensitiv? In Episode 8 erfahren wir etwas Interessantes über Kylo Ren. Kylo Ren bzw. Ben Solo war ein normaler Junge, der augenscheinlich nicht machtsensitiv war. Erst als Luke Skywalker ein hohes Potenzial in ihm sah, entfaltete sich langsam eine geringe Macht in Ben Solo. Ben Solo wusste aber, dass er niemals auch nur ansatzweise so mächtig wie Luke werden würde. Erst als Snoke ihm das Angebot machte, der dunklen Seite beizutreten und als Luke ihn verriet, entfachte Ben Solo sein Potenzial, seine Wut, seine Furcht und sein Hass. So wurde Ben Solo zu Kylo Ren. Anders als Rey lebt Kylo Ren von dem Hass und von der dunklen Seite. Was ich damit sagen will, ist, dass Kylo Ren die Macht nicht von Leia geerbt hat, sondern dass die Macht in ihm einfach immer da war und irgendeinmal entfacht ist. Rey war wie Kylo Ren anfangs augenscheinlich nicht machtsensitiv. Anders als Kylo Ren lebt Rey von der hellen Seite. Rey musste für das Gute kämpfen, an das Gute glauben und der hellen Seite beitreten, um ihr Potenzial und ihre Macht zu entfalten. Was ich damit sagen will, ist folgendes. Die Macht war sowohl in Rey als auch in Kylo Ren immer da. Sie musste nur entfacht werden. Und die Macht ist nicht vererbbar. Entweder besitzt man sie oder man besitzt sie nicht.